Moin moin, was geht ab, Boys and Girls? Euer FIFA-Tier hier. Und ja, ich habe heute schon ein Ribéry-Player-Review gebracht, wo ich auch mit ihm gespielt habe. Das kann ich natürlich jetzt bei dem guten Rabiot nicht machen, weil man davon keine Leihkarte machen kann, um ihn zu testen. Allerdings, ja, wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist Rückblick Rabiot gekommen. Flashback von Rabiot. Erhalte ein Rückblick Rabiot, mit dem wir seine Wahl ins Community Tots 2008 feiern. Wir schauen uns die Karte an und sehen 1,92 Meter groß, Arbeitsrate hoch, mittel. Linksfuß, schwacher Fuß, 3 Sterne, Spezialbewegung. Das sind auch seine einzigen Mankos. Der schwache Fuß und die Spezialbewegung. Der Rest der Karte ist der Hammer. Also diese Karte ist der Hammer. Und das sage ich so ganz bewusst, weil ich habe ja den normalen, den lilanen, ja. Ich zeige euch nochmal zum Vergleich. Wir machen mal beide gleichzeitig auf. So, und wir sehen jetzt hier zum Vergleich zu dem Flashback Rabiot nochmal den Ligen-SBC Rabiot. Und ich habe mit dem halt 286 Spiele gemacht. Und Rabiot ist bei mir im Team jetzt Fabinho gewichen, weil ich den, den UCL Live Fabinho gezogen habe, den 90er. Tja, wenn ich jetzt den Rabiot sehe, würde ich den sofort machen, aber ich habe halt den anderen, den Ligen-SBC Rabiot, und bin mit dem super zufrieden gewesen. Und das war nur der 87er, das hier ist 90er. Und ich habe den als ZDM gespielt auf der 6, der war bärenstark. Jetzt ist die Frage, was muss man hier für eine SBC machen? Und zwar sind das 3 Stück an der Zahl. Wir gucken uns erst einmal die SBCs an. Hier braucht ihr ein 86er Rating und einen PSG-Spieler. Hier braucht ihr einen Franzosen und ein 85er Rating. Seltene Spielerset gibt es, also 50k-Pack. Hier gibt es ein 45k-Set und hier gibt es ein Mega-Pack. Sind wir bei 95 plus 35, sind wir bei 130.000 Coins an Packs bekommt man da. Obwohl, das war falsch formuliert jetzt. Man kriegt ein Pack-Value von 130.000 Coins. Das ist schon recht lecker. Und ja, insgesamt müsste man für die SBCs von Rabiot um die 360k ausgeben. Jetzt die Frage, lohnt das kurz vom Tots? Es kommen jetzt, also wir sind ja schon im Tots, logischerweise. Aber lohnt sich das jetzt noch kurz bevor das Ligue 1 Tots released wird, ja? Das sollte man wirklich bedenken, ja? Rabiot ist natürlich ein Perfect Link zu Neymar. Also Leute, die Totti Neymar zum Beispiel spielen, für die ist Rabiot halt ein Segen, sage ich mal. Ich werde ihn nicht machen, weil ich halt schon den Ligen Rabiot habe und jetzt auch Fabinho habe und mit dem super zufrieden bin. Allerdings, wer den Ligen Rabiot, wer damals überlegt hat, den Ligen Rabiot zu machen, ja, und jetzt die Möglichkeit hat, diesen Rabiot zu machen, macht es. Ihr werdet es nicht bereuen. Die Karte ist mega stark. Wir schauen nochmal rein. Antritt 82, Sprintgeschwindigkeit 84. Ich habe ihn bei mir im Team zum Beispiel mit Shadow gespielt, damit er nochmal komplett in der Defensive richtig rasiert. Der Mann ist sowieso mit den 1,92 mit einer Kopfballpräzision und, von 85 und Sprungkraft von 82 ist das bärenstark. Der Typ hat bei mir auch fast jedes Kopfballduell gewonnen, der Ligen-SBC Rabiot. Also von mir habt ihr absolut die Empfehlung, diesen Rabiot zu machen. Aber mit dem Ausrufezeichen, denkt dran, es kommt noch die Ligue 1 und das Tots aus der Ligue 1. Ja? In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.